Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlichen Glückwunsch zum Welttag der Pflegenden. Der 12. Mai ist ein Tag, an dem wir jährlich Florence Nightingale gedenken. Florence Nightingale war eine der Pionierinnen der professionellen Pflege. Sie hat die Berufsgruppe nach vorne gebracht. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Berufsangehörigen immer stolz auf ihren Beruf sein und auch immer ihren Beruf mit hohem Selbstbewusstsein ausüben. Das ist auch heute noch unser Ziel. Deshalb geht die Arbeit der Landespflegekammer mit unveränderter Dynamik weiter. Das möchte ich an drei Beispielen skizzieren. Wir sind sehr besorgt aufgrund der betrügerischen Handlungen im Bereich der ambulanten Intensivpflege. Wir sehen, dass hierunter unser öffentliches, unser gesellschaftliches Berufsimage leidet. Deshalb haben wir den Vorschlag gemacht und haben auch die Akteure eingeladen, einen runden Tisch zu bilden, in dessen Rahmen wir auch nach guten gemeinsamen Lösungen suchen, damit diese Dinge in Zukunft in dieser Art und Weise nicht mehr vorkommen. Die Kammer unterstützt auch die Zeller Erklärung. Die Zeller Erklärung des Bundesverbandes Pflegemanagement fordert, dass in allen Unternehmensebenen, in denen strategische Entscheidungen für die Pflege oder für die Versorgungsqualität der Pflege getroffen werden, auch pflegerische Expertise eingebunden werden muss, damit diese strategischen Entscheidungen auch im Sinne einer guten pflegerischen Versorgung basieren können. Wir fordern auch oder schließen uns den Forderungen an, eine deutliche, angemessenere Vergütung für Pflegekräfte. Aus unserer Perspektive sind hier der Mindestrahmen von 4.000 Euro auch vorzusehen. Wir unterstützen alle Akteure, die sich auf den Weg machen, um diese Forderung auch in die Tat umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Pflege geht uns alle an. Wir alle sind aufgerufen, uns für unseren Beruf einzusetzen und uns stark zu machen. So wie es Nightingale bereits vor 150 Jahren forderte. Vielen Dank.